Hallo, liebe Deutschlernende. Ich lächle gerade und ich lächle sehr oft und ich fand es sehr interessant, dass ich letztens einen Kommentar bekommen habe. Ja, Marco, ich mag deine Videos, aber warum musst du denn immer lächeln? Warum musst du immer lächeln? Und ich glaube, er hat sogar die F-Bombe benutzt, ja. Scheint ihn sehr wütend gemacht zu haben, dass ich viel lächle. Nun, die Antwort auf die Frage, warum ich so viel lächle, ist, weil ich glücklich bin. Ich bin glücklich, ja, und deswegen lächle ich viel. Ich finde es auch echt, ich muss jetzt auch lachen, weil es so, weil es mir so seltsam scheint, wie jemand sich die Zeit nehmen kann, einen Kommentar bei einem Video zu machen, um jemandem zu sagen, dass er zu viel lächelt. Ja? Und das meine ich, wenn ich zum Beispiel über Wachstumsangst rede. Ja? Dass viele Leute, bei vielen Leuten löst es emotional etwas aus, wenn du dein Leben verbesserst, wenn du glücklicher wirst. Viele Leute wollen dich davon abhalten. Ja, deswegen ist es oft so schwer, unser Leben zu verbessern. Ja, ich meine, du möchtest Deutsch lernen. Was ist, wenn du jemanden kennst, der versucht hat, Deutsch zu lernen? Ja, angenommen, du kennst jemanden, der vergeblich versucht hat, Deutsch zu lernen. Jemand, der nicht erfolgreich war, dabei Deutsch zu lernen, dann würde er vielleicht sowas würde sagen, ja, warum musst du denn ständig Deutsch lernen? Ja, das ist doch Zeitverschwendung oder so, ja. Also er wird versuchen, einen Kommentar zu machen, um dich davon abzuhalten, dein Ziel zu erreichen. Und also genauso wie es bei mir war, ne? Für mich hat es eine sehr lange Zeit gedauert, ehe ich wirklich glücklich geworden bin. Ja, die meiste Zeit meines Lebens war ich sehr unglücklich. Und jetzt bin ich glücklich und lächle oft. Und das löst etwas bei anderen Menschen aus. Ja? Viele Leute fühlen sich fast angegriffen davon. Ja, warum sonst wird jemand so emotional, wenn es darum geht, dass jemand lächelt? Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe in einem anderen Video über Wachstumsangst geredet. Und ich denke, es ist sehr wichtig, sich das im Kopf zu behalten. Dass viele Leute emotional darauf reagieren, wenn jemand versucht, sein Leben zu verbessern. Wenn jemand versucht, wirklich glücklich zu sein. Dann gibt es sehr viele Leute, die dich daran hindern wollen. Und ich denke, der Schlüssel ist, um sich dagegen zu wehren, ist, sich einfach bewusst zu machen, es hat nichts mit dir zu tun. Es hat absolut gar nichts mit dir zu tun. Der Typ, der einen Kommentar gemacht hat und gesagt hat, warum lächelst du so viel? Es ist doch so unnatürlich. Nein, es ist nicht unnatürlich. Wenn man glücklich ist, ist es nicht unnatürlich, dass man viel lächelt. Ja, aber ich realisiere, dass es nichts mit mir zu tun hat. Ja, es hat nichts mit mir zu tun. Diese Person oder generell Personen, die andere Leute herunterziehen wollen, ja, Menschen, die sich angegriffen fühlen davon, dass andere Leute besser versuchen, besser zu werden oder glücklicher werden, diese Leute haben eigene Probleme und es tat mir auch sehr leid, als ich diesen Kommentar gelesen habe. Es tat mir sehr leid, denn mein Gedanke war, schade, dass du so unglücklich bist. Ja, wenn du wütend wirst, weil jemand anders lächelt, dann denke ich mir, schade, dass du unglücklich bist. Das sind meine Gedanken. Mich würde interessieren, was du so denkst und ob du auch
solche Erfahrungen gemacht hast. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war inspirierend. Und ich fühle mich fast versucht, mehr zu lächeln als sonst, weil, dieses Lächeln ist für den Typen, jetzt hört es bei mir auch auf. Dieses Lächeln ist für den Typen, der dieses Kommentar hinterlassen hat. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.